Ob Gussmaschinen, Folienblastürme oder andere Anlagen, auf der K in Düsseldorf gab es alles zu sehen, was die Kunststoffbranche ausmacht. Als weltweit bedeutendste Veranstaltung in diesem Bereich kamen schon die Aussteller aus der ganzen Welt, um sich dem Fachpublikum zu präsentieren. Vor allem Deutschland bzw. Europa sind besonders stark vertreten. Das Publikum, was gewünscht wurde und was hier sein musste, war hier. Es war einer der höchsten Prozentsätze an Entscheidern hier auf der Messe. Und ich kann nur sagen, der deutsche Anteil ist aufgrund der Konzentrierung der Firmen etwas weniger ausgefallen, also ca. 1,5%. Aber der Auslandsanteil ist gestiegen und wir hatten noch mehr Besucher aus noch mehr Ländern hier. Also über 120 Nationen haben die K besucht. Innovationen im Bereich Ressourcenschonung und Energieeffizienz dominierten sowohl die Ausstellungsstücke wie auch die Interessensbekundungen der Besucher. Ohne maximale Umweltverträglichkeit scheint heute kaum eine Maschine zu verkaufen zu sein. Die Unternehmen kommen mit wahnsinnigen Maschinen und wir sind etwas glücklich, dass wir nicht ganz so viel Strom mehr brauchen, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Die Maschinen werden kleiner bei höherer Kapazität. Bereits jetzt haben die Aussteller mehr Ausstellungsfläche für die kommende Veranstaltung in 3 Jahren angefragt. Kaum möglich, so die Messegesellschaft. Aber schon jetzt wird deutlich, die Maschinen werden dann die Stromnetze Düsseldorfs noch weniger belasten.